Heute stehe ich bei den zwei vermieteten HomeHive meiner Kundin. Die ist heute nicht im Garten, deswegen gibt es die ganze Sache nachher online für euch, beziehungsweise auch für meine liebe Kundin, dass die hier auch nicht verpasst, was wir hier nachher gleich zu tun haben. Wir müssen die Bienen heute überprüfen auf Mindestgröße, das heißt mal gucken, ob die genügend Bienenmasse drin haben, weil wenn nicht, dann muss ich vereinigen. Leichen werden heute ausgefegt. Wir gucken ganz kurz rein, ob sie Brut haben. Und wenn sie keine Brut haben, machen wir gleichzeitig die Oxalsäurebehandlung. Wir fangen einfach mal an mit der Hinterklappe und dem Ausfegen. Man muss ja, das mit der Kopfkamera ist jetzt gar nicht so einfach. Ja, doch, wenn ich so gucke. Also wenn der Winkel jetzt ein bisschen verrutscht, das liegt halt einfach daran, dass ich nicht gleichzeitig sehen kann, wo die Kamera hier hinleuchtet. Okay, also das sieht schon mal nicht gut aus. So sieht ein Volk aus, wo vermutlich vereinigt werden muss. Sieht gar nicht gut aus. Oh, oh, oh. Ei, 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 ei. Ja, also das hier ist sehr unschön. Bei einem sehr großen Bienenvolk wäre das nicht so schlimm. Allerdings weiß ich, dass das Volk so gar nicht so stark war. Von daher habe ich jetzt erstmal nicht so gute, ja, ein gutes Gefühl hier bei dem Volk. Ich sehe sie hier zwar sitzen, aber heieiei, hoffentlich nicht klein. Viel zu viele Leichen hier unten. Das war aber auch echt ein sehr schwieriges Bienenjahr, muss man sagen. Und ich habe hier auch bei dem Bienenstand bis zuletzt noch sehr stark kämpfen müssen mit der Varroa-Behandlung. Okay, hier sieht es genauso aus. Au, au, au. Hm, nicht gut, also das ist gar nicht gut. Okay, also jetzt habe ich schon mal zwei Völker, wo hier wirklich extrem viel Leichen verloren haben. Wahrscheinlich wird es gleich drauf rauslaufen, dass ich dann doch hier eine Vereinigung machen muss und dann noch ein Volk übrig bleibt. Ausgefegt sind sie schon. Okay, also die Oxalsäure werde ich jetzt noch nicht aufziehen, weil ich tatsächlich erstmal hier überhaupt gucken muss, was da Sache ist. Wie es da mit der Bienenmasse aussieht. Au, au. Okay, also das hier ist Mindestgröße für ein Bienenvolk unterschritten. Die sitzen hier noch auf drei Waben voll. Das ist ganz, ganz schlecht. Da oben sind noch Bienen drin. Das oben wird wahrscheinlich nicht ausreichend sein für das ganze Bienenvolk. Gucken wir mal kurz rein, was sie überhaupt für Probleme hatten. Ja, also so sieht ein Bienenvolk aus, wo die Mindestgröße definitiv unterschritten worden ist. Die Brut ist abgestorben hier. Ja, komplett abgestorbene Brut. Die Wabe rausnehmen würde jetzt allerdings das ganze Bienenvolk ziemlich durcheinander schütteln. Deswegen lasse ich die jetzt so drin erstmal. Und dann schauen wir doch mal, was da oben los ist. Genauso schlecht aussieht. Ja, also hier oben. Boah. Also das reicht nicht aus. Wir müssen hier eine Königin rausnehmen und dann die ganzen Bienen vereinigen. Wir können das heute wahrscheinlich mit einem Schwinger machen.
Das sind 2020er Königin. Was haben wir hier für eine? 2021er Königin. Okay, jetzt schon mal keine Frage. Man nimmt natürlich immer die jüngere Königin. Das ist die Altkönigin. 2020, die habe ich gerade eben auch hier gesehen. Da ist er an der Seite. Okay, tut mir leid, liebe Königin. Okay, eine Königin ist jetzt weg. Wir haben heute 2 Grad Celsius, zum Glück. Bedeutet für mich, ich kann jetzt hier vereinigen, ohne abzuwarten, dass die Königin-Pheromone verschwinden. Im Regelfall müssen wir die 24 Stunden abwarten. Das heißt, wenn ich heute die Königin rausnehme, dann dauert es eben 24 Stunden, bis das Volk weißlos ist und dann kann ich vereinigen. Das gilt allerdings nur bei den Plusgraden. Und heute ist ja wirklich so diese, ja, ich sag mal, Grenze zwischen Minusgraden, 2 Grad kann ich tatsächlich jetzt in der Situation auch einfach so vereinigen. Und jetzt bleibt nur noch die Frage, ob ich die Bienen von hier rüber nehme oder umgekehrt. Das hängt jetzt auch ein bisschen ab, wie die jetzt wirklich sitzen. Okay, also keine Frage, ich nehme natürlich dieses Bienenvolk hier rüber. Erstmal alle Waben raus, die keine Bienen drauf sitzen haben. Hier gucken wir natürlich noch mal ganz kurz rein, wie es denn da gerade ausschaut mit der Brut. Okay, cool, also die haben auch noch ganz wenig Brut, haben sie noch drin. Das sind aber nur noch vereinzelte Zellen, das kann man nicht mehr Brutfläche nennen, was die hier haben. Da haben wir die Königin. Okay. Also ihr seht auch so ein Bienenvolk. Würde alleine nicht über den Winter kommen. Viel zu wenig Bienen drin. Das ist die Mindestgröße. So. Jetzt mal hier gucken. Die Waben kann ich auch noch rausnehmen. Ich habe da jetzt ein paar Bienen in meinem Nacken drin. Das mag ich gar nicht. Die schlüpfen immer im Winter mir hier in meine Klamotten rein. Da muss man natürlich einfach cool bleiben. Okay. Ich werde jetzt diese Wabe jetzt trotzdem hier abschütteln. Dann muss ich allerdings auf meine Rohrbehandlung für heute verzichten. Die Wabe werde ich jetzt dann doch auch noch mal abschütteln, ne, weil ich möchte ja nicht so eine verseuchte Brutwabe darüber setzen. So, und dann bleiben die 2 Waben noch übrig. Die müssen wir jetzt nur auf eine richtige Position aufbringen. Einen Imkertrick machen mit dieser Stockharte. Im Regelfall funktioniert es ganz gut. Mhm.
Und was geben wir denen nochmal? So eine Futterwabe nochmal rein. Die sind zu groß. Die hier. Also mit der Oxalsäure kann ich heute echt nicht behandeln, weil das Bienenvolk jetzt schon viel zu nervös ist und auseinandergestoben ist. Die werden jetzt die nächsten Stunden brauchen, um sich zusammenzuziehen. Dann habe ich hier wieder eine Mindestgröße erstellt. Und somit kommt dann dieses Bienenvolk auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wieder über den Winter. So, der Deckel drauf. Und hier nochmal überprüfen. Das ist alles eine volle Futterkiste. Die Wabe hier gefällt mir nicht, weil die nicht voll verdeckelt ist. Ich zeige sie euch. Ja, die sieht so aus. So eine Wabe würde sich mit sehr viel Wasser dann doch ansammeln. Deswegen nehmen wir lieber so eine verdeckelte Wabe von da hinten. Die sind jetzt sozusagen gerade frei geworden. Jetzt nehmen wir das, eine richtig große. Ah, Gott sei Dank habe ich hier nochmal reingeguckt. Wir haben hier nochmal Bienen drauf. Super, dann kann ich die nämlich auch nochmal mit rübernehmen zur Vereinigung. Da mache ich jetzt auch einen nächsten Imkertrick, weil ich möchte ja, dass wenn die Bienen jetzt runterfallen, wirklich direkt in den Bienensitz reinplumpsen. Deswegen schieben wir jetzt hier einfach nur das Volk über dem Zentrum mal auf. Also als Imker muss man eigentlich immer zu zweit sein. Die Sachen alleine zu machen, sind meistens echt ein Krampf. Okay. Nehmen wir jetzt einen Besen. Ich habe da immer zwei Besen drin. Einen, der für die Leichen ist und einen, der noch für die Bienen gedacht ist. Wir wollen ja da nichts kontaminieren. Also ich mache hier gleich eine Schlittschuhpartie mit meinen neuen tollen Schuhen. Endlich mal die Sicherheitsschuhe weggelassen. Was habe ich davon? Nix. Morgen werden wieder die Sicherheitsschuhe angezogen. Da kommt man auf dem Acker einfach besser vorwärts. Okay, cool. Vereinigung war hier doch ganz erfolgreich. Jetzt nehmen wir noch die größten Honigwaben mit rüber. Da noch mal für eine schöne. Ja, da wäre doch die hier ganz angebracht noch. Hier haben wir noch mal ein paar Bienen drauf. Und dann machen wir mal ganz schnell das Bienenvolk wieder zu, bevor die restlichen Bienen da zu viel Kälte reinkriegen. Da fehlt jetzt noch Bienen gegeben. Ein BI für Bienen. Okay. Gut. Und jetzt gucken wir da einfach in ein paar Tagen wieder rein, machen die Oxalsäurebehandlung. Brutfrei sind sie jetzt definitiv. Jetzt geht es nur noch darum, die Bienenmasse wieder zusammenzufügen. Die Tiere brauchen da, wie gesagt, ein paar Tage für.
dass wieder Ordnung im Bienenvolk herrscht. Und dann hocken sie kompakt, dann machen wir die Oxazero-Behandlung und dann haben wir wieder beste Karten, dass dieses Bienenvolk über den Winter kommt. Ich denke, auch der heutige Blick war nochmal wichtig, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, ja, man muss auch im Winter in seine Bienen gucken. Wenn ich jetzt hier nicht geguckt hätte, nochmal ein paar Tage nach hinten verzogen, wäre dieses Bienenvolk unrettbar verloren gewesen. So konnte ich noch die Mindestmasse zum Überleben bringen und zwei Völker im November auf Mindestmasse zusammengefügt, ergibt ja wieder ein Bienenvolk, wo über den Winter kommt.